Spedifort E-Learning für Speditionen. Logi erklärt euch unsere Themen von der Praxis für die Praxis. Hallo, ich bin der Logi. Heute ist das Team von Lotfox bei uns zu Gast. Doch, wer oder was ist Lotfox? Und was machen die eigentlich? Lotfox ist eine Plattform für Speditionen und Transportunternehmen. Im Zentrum steht ein Algorithmus, der die eingestellten Ladungen unter Berücksichtigung weiterer Daten, zum Beispiel Suchen, Straßendaten, Schichtzeiten, Lenk- und Ruhezeiten und so weiter, zu profitablen Tourvorschlägen kombiniert. Spediteure haben durch Lotfox Zugriff auf Laderaum von geprüften Frachtführern in einem einfacheren Prozess und mit höherer Sicherheit als mit traditionellen Methoden. Frachtführer machen durch Lotfox mehr Umsatz durch besser ausgelastete Lkw. Wir sind aktuell in Deutschland, Österreich und Polen, Frankreich und Benelux live und werden die Plattform jetzt nach und nach in weitere Länder ausrollen. Was macht der Algorithmus und ersetzt er den Disponenten wirklich? Ersetzen? Garantiert nicht. Wir sind ein Werkzeug für Disponenten. Man überlege sich mal, was ein Disponent alles im Kopf rechnen müsste. Hast du dazu ein Beispiel, Peter? Ja, also schauen wir uns mal nur zwei Ladungen an. Es gibt 6 Möglichkeiten, daraus eine Tour zu bilden. Bei 3 Ladungen sind es bereits 45 Möglichkeiten. Bei 4 Ladungen sind wir bereits bei 484 Möglichkeiten. Wenn ich jetzt 100 Ladungen habe, was jetzt gar nicht so unrealistisch ist, bin ich bereits bei knapp 5 Millionen Kombinationen. Das schafft einfach ein Mensch nicht mehr im Kopf. Und deswegen, wir wollen, dass der Computer die Aufgaben richtig gut macht, die er auch kann, nämlich Qualität sicherstellen. Das heißt, er ist sehr fehlerunanfällig und auf der anderen Seite kann er das sehr, sehr schnell. Das schafft einfach ein normaler Disponent nicht. Was ein Disponent hingegen wirklich gut kann, ist menschliches Know-how, sein Expertenwissen einfließen zu lassen, was ich einem Computer nicht direkt antrainieren kann. Und das macht ihn wieder zum Entscheider. Ja. Warum ist es so interessant, in der Logistikbranche zu arbeiten? Oh, ich liebe die Logistikbranche. Ich habe selten so ehrliche Branchenmitglieder erlebt. Sehr ehrliches Feedback, sehr direktes Feedback, aber nur so kann man lernen. Und gelernt habe ich eine Menge in den letzten Jahren. Wie geht's dir? Ich finde es sehr spannend, weil es ist wahnsinnig viel Potenzial da zur Optimierung, um höhere Margen zu erzielen, um eine höhere Auslastung zu erzielen, um weniger Emissionen zu generieren, um einfach effektiver und effizienter an der Stelle zu arbeiten. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass grundsätzlich die Disponenten eher einen negativen Ruf besitzen, was Digitalisierung, Offenheit für neue Themen angeht. Und das kann ich so nicht beschreiben, weil klar, es gibt immer die einen oder anderen, die sind voreingenommen, aber grundsätzlich die Masse kommt uns immer total offen entgegen und das schätze ich sehr an dieser Branche. Wir machen ja auch die Produktentwicklung in Kooperation mit unseren Kunden. Das heißt, wir holen dort das Feedback rein. Was brauchen Sie? Wie wollen Sie das Tool nutzen? Was haben Sie für Probleme? Und dementsprechend stoßen wir da eigentlich schon auf offene Ohren und vor allem Türen an der Stelle. Ja. Und sind eigentlich sehr begeistert von uns. Sind auch vor Ort viel. Also vielleicht auch bei Ihnen bald. Wohin entwickelt sich der Job des Disponenten eurer Meinung nach? Oh, ich habe den größten Respekt vor Disponenten. Die Aufgabe des Disponenten ist es heute, die schnellste, die kostengünstigste, die beste Tour für seine Fracht zu finden und muss dabei so viele Bälle in der Luft halten. Er muss ans Telefon gehen, er muss faxen, er muss den Computer bedienen, parallel noch mit Kunden und Partnern sprechen, um eben sein Ziel zu erreichen. Und ich bin der Überzeugung, dass eben diese Jonglageaufgaben in Zukunft Algorithmen übernehmen werden und der Disponent wieder mehr sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren kann und viel mehr zum Entscheidungsträger wird. Anne, was meinst du? Sehe ich eigentlich genauso. Der Disponent hat einfach einen wahnsinnig stressigen Arbeits- und allgemein Alltag momentan. Ich denke, dass er sich mehr wieder seinen Kernaufgaben widmen kann in Zukunft, was vielleicht Einkauf, Verkauf, der Kontakt zum Kunden sein wird, als diese Zeitfresse, was die Preisberechnung ist. Da muss ja so viele Parameter manuell momentan noch berechnen.
ich glaube, das wird auch einfach digitalisiert und durch Algorithmen übernommen. Was kann man tun, um eurer Meinung nach dem Disponenten die Angst zu nehmen, durch die Digitalisierung ersetzt zu werden? Vielleicht, wie es die Caro gerade angesprochen hat, dass wenn man junge Mitarbeiter einbringt, dass man da vielleicht auch was lernen kann von denen. Und auch, dass man als Unternehmen zu den Speditionen, zu den Transportunternehmen hinfährt, ihnen aus erster Hand zeigt, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, das könnte Ihnen helfen, die Angst so ein bisschen davon zu nehmen, den Respekt. Und natürlich auch zu erklären, dass das Ganze nicht seinen Job wegnimmt, sondern seinen Job vereinfachen wird. Und dadurch dann auch im nächsten Schritt vielleicht auch wieder neue Aufgaben hinzukommen, auf die er sich wieder mehr konzentrieren kann. Verliebt anschauen, wenn du das möchtest. Könnt ihr gerne machen. Also ihr seid jetzt on camera.